Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich begrüße dich, Leute. Es geht gleich weiter hier. Schaut mal, wir müssen hier einer Dame hier folgen in ihre Werkstatt. Und alle gewinnen, nehme ich an. Wer bist du? Etwa Marcos? Du solltest diesen Kleinkram hier aufnehmen. Dieser Krieg kann dich reich machen. Und ich habe gehört, du bist in Wahrheit aus Sparta. Das ist lange her. Jetzt lebe ich auf Kephallenia. Gib ihn mir! Bitte schön, so gut wie neu. Der Bogen ist so stark wie Herakles persönlich. Probier ihn aus. Schieß einen Pfeil auf diese Puppen. Und wir haben jetzt einen Bogen bekommen. Schaut mal. Okay. Zielen und bäh. Zielen. Ja, sehr, sehr cool. Haha, sehr, sehr nice. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir einen Bogen und jetzt denke ich, können wir weitergehen. Reden wir schnell mit dieser Dame hier nochmal. Und besorgst du mir jetzt mein Holz? Diese verdammten Banditen brauchen eine Abreibung. Wie natürlich werden wir das tun. Ich löse dein Holzproblem. Na endlich! Marcos hat Glück, dich für die Drecksarbeit zu haben. Hier gibt's jede Menge Bäume. Warum brauchst du gerade dieses Holz? Ich arbeite an einem neuartigen Bogen. Er ist flexibler, deshalb hält er länger und man kann weiter schießen. Nur eine sehr spezielle Holzart, die in den Bergen wächst, eignet sich dafür. Irgendeine Idee, wo diese Banditen sind? Ich bin keine Spurenleserin, sondern Bogenerin. Irgendwo in den Bergen, so viel ist sicher. Vielleicht sind sie in den Holzfällerlagern. Ich erledige die Banditen. Ich bitte darum und möglichst schnell, wenn es geht. Ich werde mich um die Banditen kümmern und besorge dir das Holz so schnell ich kann. Hab Geduld. Es dauert nicht lange. Wenn du wüsstest, wie lange Marcos mich schon hinhält, würdest du das jetzt nicht sagen. Ich habe etwas für dich getan, nun tust du etwas für mich. Hol mein Holz. Okay, das werden wir tun, ganz klar. Ich muss mal diesen Schriftzug hier wegbekommen. Ich muss mit Icarus fliegen, aber irgendetwas markieren. Questziele, schauen wir mal schnell. Also hier haben wir, was haben wir denn hier? Oh, hier ist eine große Höhle, schaut mal. Markieren wir das mal hier und fliegen wir mal ein bisschen weiter über die ganze Insel hier. Hier gibt es noch Questziele, die wir erledigen können. 400 Meter weg und das ist das. Ja, fliegen wir erstmal darüber. Ja, markieren das hier. Schöne Landschaft. Sieht wirklich cool aus. Bin gespannt, wie wir hier rüberkommen. Da müssen wir übers Meer mal sehen, ob wir da mit einem Schiff, ja, brauchen wir wahrscheinlich ein Schiff oder ein Boot. So, jetzt sind wir gleich hier. Hier ist irgendein Lager. Könnten das die Banditen sein? Ja, das könnte sogar sein, oder? Schauen wir uns das Ganze mal schnell an hier. Level 4. Lastenes, ein Schläger. Pleistos, auch ein Schläger. Ja, was ist das hier? Hier ist eine Kiste. Wo markieren wir das Ganze? Hier ist noch ein Schütze. Okay, muss ich aufpassen. Nicht, dass er mir meinen Adler hier runterholt. Das wäre natürlich blöd. So, sehr schön. Gehen wir hier hin. Ah, hier leuchtet es überall. Sind es nur interessante Orte oder Quests? Ich habe keine Ahnung. Oh, hier ist ein befestigtes Lager. Schaut mal. Was gibt's hier? Hier, oh, okay. Schauen wir mal, was ist das hier? Was ist das für einer? Ja, sag's mir nicht. Okay, markieren wir auch mal. Und hier hinten. Hier leuchtet auch noch was, und zwar ein Ausrufezeichen. Ich denke, das ist ein aktuelles Quest, das wir machen müssen. Da fliege ich mal schnell hin und markiere das. Ich denke, da müssen wir hin. Quest in der Nähe, okay. Ja, ja. Hier müssen wir hin, auf alle Fälle. Okay, was ist das hier? Hier ist auch ein Lager. Ah, sehr interessant. Das muss auch mal markieren. Oh, markieren wir einfach alles. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber hier ist etwas. Hier, ja, da ist ein Quest.
Da müssen wir auf alle Fälle hin, ja? Zivilist. Das leuchtet. Ah, okay. Halt. Okay, markieren wir das. Passt, wunderbar. Ich denke, das war's. Gehen wir mal zurück. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Ja, das ist immer noch da. Also, da muss ich mal kurz schauen, ob ich das wegbekomme. Das ist ein bisschen nervig hier. Wir gehen jetzt einfach mal hier schnell hoch und schauen mal, was in dieser Höhle hier ist. Schaut mal. Das ist ja sehr, sehr interessant hier. Kommt man hier irgendwo runter? Oder geht es aber tief runter? Was ist denn das? Okay, wie komme ich hier runter? Über das Ding hier? Schauen wir mal hier hoch. Ja, hier können wir hoch. Hier sind Seile, aber... Tja. Ich... Doch, hier ist Wasser hier unten. Aber das ist halt die Frage, müssen wir überhaupt hier runter? Ich glaube nicht. Ich gehe jetzt mal zu dem Questziel hin. Ja, ruf mein Pferd. 400 Meter. Dort reiten wir jetzt erstmal hin. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Okay, schaut mal, ich bin jetzt hier auf der Karte. Hier ist die ganze Karte, ja, Griechenland. Und wenn wir hier drauf gehen, auf die Insel, auf die Startinsel, wo wir sind, müssen wir jetzt in den Norden hoch und das Holz besorgen. Jo, ich denke, das machen wir als erstes. Wir reiten hier die Straße entlang. Hier ist noch unentdecktes Gebiet. Und genau, gehen wir jetzt in den Norden hoch. Ich mache mich auf den Weg dahin. Machen wir einen kurzen Cut und wir sehen uns da gleich wieder, wenn es den Banditen dann an den Kragen geht. So Leute, hier sind wir jetzt. Hier ist, glaube ich, das Holzlager. Ja, das muss ich jetzt mal untersuchen. Ich denke, schleichen wir uns mal ran hier, oder? Ist vielleicht ein bisschen besser. Oh, hier arbeiten welche. Holzfällerlager. Ist das wirklich das Lager? Nee, hier sieht alles ganz friedlich aus. Ja, hier kann man ganz normal reinlaufen. Okay, hier gibt es wohl nicht mal ein Holz für den Bogen, oder? Ich denke nicht, nein. Aber was können wir hier machen? Können wir mit jemandem sprechen hier? Schauen wir mal uns ein bisschen um. Ich denke, hier gibt es nichts. Die machen hier ganz normal ihre Arbeit. Ja, sieht alles sehr friedlich aus. Hast du dich verlaufen? Dreh um und geh! Ich muss mich verstecken. Was ist das hier? Schaut mal. Das könnte hier nach den Räubern aussehen. Schleichen wir uns mal ein bisschen an hier. Holzfällerlager, ja. Hier leuchtet es rot. Ich denke, hier sind wir richtig. Soll ich den jetzt gleich kalt machen hier? Pass mal auf. Ja. Oh, Achtung, hier ist noch mal so ein Wärter. Ich glaube, wir sind hier doch richtig. Das ist jetzt halt die Frage. Muss ich wen kalt machen hier? Oder? Oh, Achtung, hier kommt der nächste. Schauen wir mal, ob das geht. Könnte. Nee, irgendwie geht's nicht. Komisch, was muss ich hier machen? Oh Mann. So, ich werde hier angegriffen. Ja, kämpfen mal ein bisschen, oder? Das ist sowieso besser hier. Machen wir die ganzen Räuber mal platt und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht, ja, keine Ahnung. Oha, oha. So, das war's. Das war's. Jetzt ist die Frage, was können wir hier machen? Können wir hier das Holz irgendwie, weiß nicht. Können wir hier, was ist hier drin? Stehlen? Nein, ich will nicht stehlen. Ich möchte einfach nur das Holz haben. Ja, komischerweise, die haben mich jetzt angegriffen, aber keine Ahnung, warum oder was sich hier... weiß nicht. Gehen wir mal weiter. Sehr, sehr seltsam. Hier 120 Meter gibt es noch was. Da laufe ich mal schnell hin hier. Also hier ist wirklich alles irgendwie friedlich. Aber da vorne, da gibt es noch was. So sieht's mal. Oh, hier, schaut mal. Ich muss
Interagieren, okay. Der Karren wurde leergeräumt und liegen gelassen. Der Dieb kann mit der Fracht nicht weit gekommen sein. Okay, jetzt muss ich das nächste untersuchen. Ich muss hier wohl noch etwas finden. Ich bin hier im Untersuchungsgebiet. Irgendwo hier. Schaut mal, hier geht's weiter. Von hinten auf der Flucht erschossen. Das waren mit Sicherheit Banditen. Okay, gut. Weiter geht's. Wo geht's hier weiter? Hier wird mir ein Symbol angezeigt, 100 Meter. Ja, das ist wohl das Banditenlager. Da habe ich ja schon gerade alle gekillt. Gut, okay, da müssen wir eigentlich nur noch da rein hier. Ah, schaut mal, hier ist das Lager. Ja, ja. Holzfällerlager, oder? Nee. Hier ist der nächste Punkt. Ziemlich viele Fußabdrücke. Eine Gruppe ist von hier aus nach Westen aufgebrochen. Okay, wir müssen jetzt wohl nach Westen gehen. Westen ist in dieser Richtung. Ja, schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Achtung hier, boah, was ist das? Jo, ein Wolf, oder? Was war das? Wolfsfell, ja, voll krass. Greift mich hier einfach ein Wolf an. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich denke, in diese Richtung. Gehen wir mal zum Strand runter und schauen uns da ein bisschen um. Hier ist ein Lager. Schaut mal. Baumstamm, Schiffswerft. Wenn ich werde, habe ich ein Problem. Okay, jetzt muss man aufpassen hier. Hier sind doch jede Menge Soldaten unterwegs. Oh, das Ding ist rot. Also müssen wir wirklich Acht geben. Ich glaube, die killen uns sonst. So, was müssen wir hier, was können wir hier machen? 175 Meter. Schauen wir mal. Ums Lager herum erstmal. Achtung, hier ist nochmal so ein Wolf. Greift er mich gleich an? Nee, der hat mich noch nicht entdeckt. So, hier. Gibt es hier irgendetwas zu entdecken? Nein. Okay, schleichen wir uns mal hier rein. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Banditenanführer töten und Schätze plündern kann ich hier. Okay. Dann sehen wir mal zu. Wo ist der Anführer? Hier unten sind zwei Soldaten. So, die Frage, kriege ich die down? Oh, 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 die habe ich schon entdeckt hier. Das war nicht so gut. Aber den schnappe ich mir. Den schnappe ich mir hier. Der sieht mich nicht. Schaut mal. Okay, die sind ein bisschen besser ausgerüstet. Aber so... Oh, oh, oh. Jetzt greifen mich aber gleich ein paar mehr an hier. Na gut, komm, wir probieren es einfach. Ich bin eher der Metzler, nicht so der Schlechter. Okay, die zwei Hammer. Sehr, sehr cool. Gehen wir mal ein bisschen runter wieder hier. Der Bogenschütze. Mal sehen, ob der uns entdeckt. Und er hat gleich die ganze Mannschaft hier geholt. Na okay. Der Anführer ist wohl auch hier. Wie kann ich den jetzt killen? Geht das? Kann ich den irgendwie erledigen? Na, Achtung, die kommen alle hier. Ist vielleicht noch hier. Puh, ich muss mich hier versteckt halten. So einen Treffer überlebt man nicht. Noch immer kein Zeichen? Noch kein Glück. Scheiße, bleibt wachsam oder ich brate eure Gedärme in der Sonne. Jawohl. Die sehen mich nicht. Zumindest noch nicht. Soll ich anstürmen? Ich weiß es nicht. Wie kann ich hier einen erledigen?
So einen könnten wir erlegen. Hey, komm. Yes, den haben wir, den Anführer, der ist down. Sehr, sehr gut. So, machen wir gleich den nächsten hier. Und da. Jawohl, wunderbar. Jetzt haben wir nur noch den Bogenschützen. Und dann passt das schon. Den schnappen wir uns aber auch noch hier. Ich bin getroffen. Aber zack, erledigt. Yes, das war's dann ich wohl. Ich sollte etwas Holz als Beweis mitnehmen. Wunderbar, der wir haben es geschafft. Dort nicht genügen. Okay, jetzt schauen wir erstmal nach, ob wir hier was plündern können. Na, der hat doch ein paar Sachen bei sich gehabt. Da liegen die anderen rum hier. Ja, aufheben. Nee, den kann man nicht plündern. Aber ich denke, das war's schon. Ich muss jetzt ein bisschen Holz mitnehmen. Schauen wir mal. Ja, hier wird es mir angezeigt. Hier ist noch eine Truhe zu plündern. Was haben wir denn hier Nettes? Hier ist das Holz drin und Söldnerhandschuhe. Okay, cool. Schauen wir schnell, ob wir... Nein, es gibt noch einen Schatz hier. Schauen wir uns einfach noch ein wenig um in diesem Lager. Ob hier noch irgendetwas ist, kann ich eigentlich hier... Ja, hier kann ich schon ein bisschen was kaputt machen. Irgendwo muss hier noch eine Schatzkiste sein. Schauen wir mal. Hier sieht es nicht so aus. So, irgendwo kommt ein Hund hierher. Ein Wolf hier, schaut mal. Den schnappen wir uns jetzt schnell. Zack. Da gibt es wieder ein bisschen Fell. Leder. Keine Ahnung, für was wir das gebrauchen können. Aber ich denke, das passt. Hier kann man alles durchsuchen. Schaut mal. Bauliges Fleisch. Will ich das? Drachmen? Okay. Die kann man, glaube ich, immer gebrauchen. Geld ist immer eine gute Sache. Oh, schaut mal hier. Ist hier noch eine Kiste? Nee, ist es nicht. Durchsuchen. Das Geld nehmen wir natürlich alles mit. Aber den Schatz haben wir leider nicht gefunden. Oh, ein bisschen Kohle einsacken. Alles einfach mitnehmen. Aber die zweite Schatzkiste habe ich nicht gefunden. Na gut, kann man nichts machen. Ich denke, wir halten uns jetzt nicht zu lange auf hier. Und gehen gleich weiter die nächste Quest dann machen. Hier kann man wirklich alles ausräumen, schaut mal. Ah, gibt doch noch ein paar Münzen hier. Da hat sich die Sache doch gelohnt. Ziegenkäse, auch nicht schlecht. Durchsuchen. Okay. Oh, ich denke, das war's erstmal hier vom Holzfällerlager. Hier gibt's doch was. Na, sehr gut. Ein paar Münzen noch gemacht. Wunderbar. Hier gibt es auch noch Leder. Cool. Okay, gut. Das war's, denke ich, von diesem Lager hier. Wir ziehen jetzt weiter. Schauen wir schnell auf die Karte. Auf die Karte, wo das nächste Ziel ist. Wo können wir als nächstes hin? Hier. Ein Hai für die Überfahrt. Denke. 120 Meter entfernt, ja, das machen wir noch. Da gehen wir jetzt auf alle Fälle hin. Sollen wir unser Pferd schnell rufen? Hier 120 Meter, das passt. Aufsitzen und let's go. So, jetzt sind wir schon am Zielort. Steigen wir schnell ab hier. Wenn ich das rausfinde, wie es geht. So, dann schauen wir mal, was dieser Herr für uns hat. Söldnerin, frisches Gemüse für deine Reise. Das saftigste in ganz Kefalenia. Ich bin nicht wirklich an Gemüse interessiert. Das ist niemand. Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde. Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Kefalenia zu verlassen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Ich weiß, was du meinst. Warte. Kriusa, meinst du, sie könnte uns helfen? Ich glaube schon. Zuerst müsst ihr mir sagen, worum es geht. Hast du Angst vor Haien, Söldnerin? Ich habe vor nichts Angst.
Immerhin einer von uns. Ein sehr hungriger schwimmt zwischen uns und der Chance, Kefalenia zu verlassen. Ein Hai? Er bewacht eine sehr kostbare Halskette. Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Kefalenia. Der alte Halunke, der sie damals gefunden hat, vergrub sie bei einem Tempel an der Küste. Aber er hat nicht nachgedacht. Das Wasser steigt. Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai. Geld für Gemüse ist gut. Aber Geld für Halsketten ist besser. Ich weiß, wie es ist, wenn man Kefalenia verlassen will. Wer nicht? Hier gibt es nichts. So viel Gemüse, wie man will. Aber keine Hoffnung. Sie ist in einer Truhe. Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen. Und du behältst den Rest. Nun gut, ich töte den Hai. Ja, spieß ihn auf. Du findest ihn tief in den Ruinen von Krani im Süden. Wo auf dieser Insel sind die Ruinen? Kennst du die versunkene Insel des Zeus? Finde sie, dann findest du die Ruinen. Jeder vergrabene Schatz hat eine Geschichte. Die Kette soll einst Prokris gehört haben. Du weißt schon, der Frau von Kephalos. Am Abend vor ihrer Hochzeit gab er sie ihr mit dem Versprechen ewiger Treue. Tja, wir wissen, wie das geendet ist. Typisch. Wenigstens kehrte er vor ihrem Tod zu Prokris zurück. Also auf zum Tempel des Hais. Danach werde ich nie wieder ein Gemüse auch nur ansehen. Okay, wir haben die nächste Quest bekommen. Wir müssen jetzt einen Hai töten. Ja, das ist wirklich krass. Also es kommt immer mehr hier. Wir müssen die ganzen Leuten einfach helfen. Ich mache hier immer die guten Antworten, sage ich jetzt mal einfach. Ja, und bin hier nicht so, bin hier einfach nicht so böse und helfe einfach den Menschen. Ich denke, das macht mehr Sinn in dem Game. Ich weiß nicht, man hat ja immer verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl und eher so ein bisschen selbstsüchtig das alles anwählen kann. Ich meine, ich steig mal schnell auf meinem Pferd hier raus. Schauen wir schnell auf die Karte hier. Muss ich einfach mal schauen, wo die nächsten Quests hier sind. Ja, also unentdeckter Ort, das haben wir hier. Wir haben hier, müssen die Quest abgeben. Ja, hier haben wir zwei Quests zum Abgeben sogar. Ich denke, es lohnt sich jetzt in das Dorf schnell zu reiten, die zwei Quests abzugeben. Und dann, denke ich, können wir weitermachen, ja, mit den nächsten Quests. Das werde ich jetzt erstmal tun. Ich mache mich jetzt auf den Weg in das Fischerdorf. Dort geben wir das Holz ab. Zumindest den Beweis, wo das Holz ist und die Söldner-Quest. Wir sehen uns gleich im Dorf wieder. Und dann geht's weiter. Das ist ein komplett ausgebranntes Dorf. Wollen wir mal. Dorf Kausus. Was ist hier passiert? Das ist ja wirklich krass. Alter. Hier werden wir mit Sicherheit auch noch hinkommen. Hier steht wirklich gar nichts mehr. Hier sind auch keine Räuber oder Banditen. Ja, was wollen die auch hier? Okay, einfach mal weiter jetzt. Cool gemacht, ja. Sehr, sehr düster. Ja, muss wohl ein Überfall gewesen sein. Keine Ahnung. Werden wir mit Sicherheit noch herausfinden. Wir reiten jetzt erstmal weiter. Was ist mit der hier? Wieso laufst du hier? Okay, also einfach weiter geht's jetzt zum Dorf. Dort gehen wir mal die nächsten Quests ab und dann sehen wir schon, wie es weitergeht. So, hier sind wir im Dorf. 130 Meter. Achtung, pass mal auf bitte. Jetzt komme ich hier. Ich frage mich, ob wir diesen Ort ohne Schlägerei verlassen werden. Ach. Dem mache ich was vor. Sami wird sich nie ändern. Okay, interessant. So, hier ist eine Questgeberin. Das ist, glaube ich, die Bogenmacherin. Ja. Gehen wir mal zu der hin und sprechen mit der, geben die Quest ab. Seh an, Marcos große Heldin. Ha, sag nicht, du hast getan, worum ich dich gebeten habe. Ich habe die Banditen aufgespürt und in den Hades geschickt. Dein Holz sollte bald ankommen. Und ich soll mich auf das Wort einer Söldnerin verlassen? Ich wusste, du würdest mir nicht glauben. Deshalb habe ich das hier mitgebracht. Hier ist ein Beweis. Ein Teil des speziellen Holzes, das du so unbedingt wolltest.
Seine Bögen sollten selbst eines Apollon würdig sein nach der ganzen Mühe, die ich hatte. Bei den Göttern! Arbeitest du wirklich mit Markus? Er hat noch nie ein Versprechen gehalten. Unglaublich. Ich arbeite vielleicht mit ihm, aber wir sind uns nicht sehr ähnlich. Ich halte mein Wort. Dann nimm das Geld und gib Markus nichts ab. Okay, cool. Questbelohnung erhalten. Sehr, sehr gut. Wieder 130 Drachme bekommen. Eine gute Yes, Stufe 3 erreicht. Sehr, sehr nice. Schaden und Gesundheit verbessert. Okay, cool. Hier gibt es noch eine Quest zum Abgeben. Das werde ich jetzt schnell tun. Machen wir uns einfach mal auf den Weg dahin. Durch das gute Dorf hier. So, was ist das? Komische Musik hier. Was ist das für einer? Reden wir mal mit denen. Ich hätte wissen müssen, dass du es bist, der die Felle will, Ilos. Und ich hätte wissen müssen, dass du sie mir besorgen kannst. Cassandra erfüllt jeden Auftrag. Sag's nicht, Markus, sonst wird er eifersüchtig. Ich benutze den Aushang, damit alle eine Chance haben, aber du bist immer so eifrig. Wozu brauchst du die Felle diesmal? Die Athener brauchen Rüstung für den Krieg. Guter Schutz für sie, gute Drachmen für mich. Hier sind sie. Es fehlt kein einziges. Und das in Rekordzeit. Nimm dein Geld, du hast es verdient. Halt dich aus Ärger raus, Ilos. Das solltest du besser auch. Okay, sehr gut. 270 Drachmen. Söldnerarbeit abgeschlossen. Sehr, sehr cool. Wieder 1200 EPs bekommen und den halben Level schon voll. Also Questen lohnt sich auf alle Fälle hier. Okay, gut. Was ist das für einer? Ah, hier ist der Söldner. Schaut mal. Sollen wir es mit dem aufnehmen? Der hat uns entdeckt. Level 5. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Schauen wir mal. Oh, ob wir gegen den bestehen können. Okay, können wir nicht. Okay. Jo. Der hat uns platt gemacht. Laden wir mal den letzten Speicherstand. Eieieiei. Okay, das ist krass, aber das ist halt auch Level 5, ja, und wir haben halt doch noch nicht die beste Ausrüstung. Na gut, okay. Vor dem halten wir uns eben noch ein bisschen fern. Ich glaube nicht, dass wir den aus dem Hinterhalt erledigen können. Die Quest hier haben wir abgegeben. Jo, das passt eigentlich ganz gut. Bei Sami jetzt können wir auf alle Fälle... Müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Bisschen aufpassen, dass wir diesen Söldner hier nicht in den Weg kommen. Ja, wir müssen da ein bisschen besser kämpfen lernen. Okay, gut. Ich denke, das war's für diese Folge, Leute. Wir haben zwei Quests erfolgreich abgeschlossen. Schaut euch mal dieses Rindviech an hier. Diese wahnsinnigen Hörner. Das ist ja voll krass. Sieht cool aus. Ja, wie überhaupt das ganze Game? Habe ich das schon gesagt? Ich glaube schon. Mir gefällt es einfach. Ja, macht wirklich Spaß, das zu spielen. Okay, gut, in der nächsten Folge müssen wir zusehen, dass wir eventuell den Hai töten. Ich weiß nur noch nicht, wo dieser versunkene Tempel ist. Hier ist er, schaut mal. Unentdeckter Ort. Ja, wie kommen wir da hin? Das ist eine gute Frage. Da müssen wir mal zusehen, ob wir eventuell hier ein Schiff kapern können. Mit dem Schiff können wir eine Schnellreise machen. Hier gibt es noch unentdeckte Orte. Ja, hier ist doch das Brennfieber. Also da müssen wir auf alle Fälle hin in der nächsten Folge. Im folgenden Stufe 3, das haben wir ja. Und demher können wir diese Quest als nächstes machen. Jo, und dann kommt die High-Quest. Da müssen wir mal zusehen, wie wir da hinkommen. Es gibt noch ein paar unentdeckte Orte. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht, das Ganze. Schauen wir noch mal schnell in die Fähigkeiten hier rein, ob wir hier irgendetwas freischalten können oder welchen Weg wollen wir eigentlich gehen. Das ist halt die nächste Frage, ja. Ich bin schon so für den Weg des Kriegers vielleicht, oder? So ein bisschen Nahkämpfer. Allerdings ist der Jäger halt auch cool, ja. So mit Bögen schießen. Das ist halt schon eine feine Sache. Können wir hier eigentlich irgendetwas? Das Ziel verlangsamt sich für 5 Sekunden. Oh, das ist schon cool. Kann man hier etwas freischalten? Nee, keine Ahnung. Meditation, was ist das? Icarus Augen. Attentat. Todessprung. Jo, krass. Man sieht hier auch immer gleich, was der da macht, ja? Pfeifen.
Ach, pfeifen und kann die Aufmerksamkeit hier auf mich lenken. Das ist auch cool. Aber das habe ich schon. Habe ich das freigeschaltet? Ich glaube schon, oder? Ach, erfordert Stufe 15. Ja, man muss erstmal ein bisschen reinkommen hier in die ganzen Sachen. Inventar, haben wir auch was Neues bekommen? Ja, haben wir ein bisschen Ausrüstung bekommen? Bewaffnung. Hier könnten wir, was ist das? Römische Stiefel, was haben wir denn hier noch? Ah, das ist halt Level 5, brauchen wir dazu. Ja gut, da müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Quests, was haben wir hier an Quests auf? Ja, den Hai, Auge um Auge. Eine offene Schuld. Kampf mit Talos, ja, das ist Level 5. In den Fußstapfen der Götter ist auch Level 5. Also wir haben hier zwei Quests, die wir noch machen können. Das hier. Auge um Auge, sprich mit Markus. Okay, ich glaube, der ist ja auf die Karte. Und der Hai, gut, das werden wir in der nächsten Folge auf alle Fälle angehen. Hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Es wird langsam dunkel, das wird auch interessant. Hier ist ja Tag- und Nachtwechsel in dem Game, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Also richtig cool, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die nächste Folge, ihr hoffentlich auch. Wenn es so ist oder wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Würde mich sehr, sehr freuen. Unterstützt natürlich meinen Kanal. Schaut mal auf meinem Kanal vorbei. Lasst ein Abo da. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Der Zug ist raus. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.